Echt jetzt? Insekten? Was Lebendiges? Verrückt. Jemand hat einen letzten Brief geschrieben und wurde dann zu Staub. Margarets Tagebuch, Auszug 15. 15. September 1911. Henry umklammerte eisern meine Handgelenke. Ich konnte mich nicht bewegen. Und ich sah Gott mit einem Schwert, das einen stählernen Stern trug. Die Furcht fiel von mir ab und ich begann zurückzugehen. Dabei zog ich Henry aus dem Bett. Er fiel auf den Boden und sein Kopf traf die Vase. Als er stöhnend versuchte, das Blut zu stoppen, sah aus der Wunde, das aus der Wunde in seinem Kopf quoll, sprach ich zu dem Schatten in ihm: Glaubst du, du kannst mir Angst einjagen? Ich fürchte dich nicht mehr. Wenn du meinst, du hast einen Platz in dieser Familie, dann muss ich dich enttäuschen. Henry kannst du haben, aber William kriegst du niemals. Henry begann zu weinen. Seine Augen rollten, als riefe er nach seiner Mutter. Gott, wie ich solche irren Blicke hasse. Dr. Rosenthal diagnostizierte fortgeschrittene Syphilis, von Gott weiß woher. Ich war nicht überrascht. Er sagte mir, ich sollte mich auf das Schlimmste vorbereiten, dass weitere Anfälle kommen würden. Es war mir gleich. Mich kümmerte nur die Zukunft, nur William. Er kann noch gerettet werden und mit ihm die Würde unseres Hauses. Das hier ist meine Aufgabe und ich werde alles dafür geben. Kann es sein, dass sie auch gegen die Schatten ihres Vaters gekämpft hat? Dass das hier gerade eine Anspielung darauf war? Souvenirs von Reisen in afrikanische Länder. Klang es zumindest gerade so, finde ich. 28. August 1911. Kreaturen unbekannter Herkunft feiern Williams 7. Geburtstag. Okay. Ja, interessant. Warum nicht? Der Mond war immer noch dort draußen. Er würde uns niemals verlassen. Halt! Eine Sammlung kleiner Spielzeugautos, geschützt hinter Glas. Und ich nehme an, du kannst hier nicht rein, oder? Wo die Viecher sind? Doch, okay. Ich atmete erfreut auf. Die Luft war schwer. Ein Sturm zog auf. Okay. Juni 1913. Henry Vesper, letzter Eintrag. Es ist Juni, aber ich habe keine Ahnung, welcher Tag es ist. Ich verliere nicht nur meinen Verstand, ich verliere auch meine Erinnerung. Mein Vater hat mir zwei Sachen hinterlassen. Eine der größten Firmen Bostons und diese Krankheit, die mein Blut verdirbt, mich schwächt und mich von meiner Familie fernhält. Wenn es zu einer dieser manischen Episoden kommt, fühle ich mich leer, ausgelaugt und überzeugt, dass bis zur nächsten nur wenig Zeit bleibt. Was mir wirklich das Herz bricht, ist, dass William mich in diesem Zustand sieht, trotz all meiner Bemühungen, ihm das Schlimmste zu ersparen. Seine Zuneigung zu mir hat sich nicht geändert. Und genau dafür liebe ich ihn nur noch mehr. Was Margaret betrifft, sie findet mich abstoßend und gibt sich keine Mühe, es vor anderen zu verbergen. Sie ist keine Ehefrau, sie ist keine Mutter. Sie ist ein Wolf, der nur darauf wartet, einen in dem Moment in Stücke zu reißen, indem man vor ihm in die Knie geht. Ich werde bis zum Ende kämpfen, nur um es ihr zu zeigen. Tapferkeit ist nicht das Ergebnis einer strengen Erziehung oder das Vermächtnis einer langen und glorreichen Vergangenheit. Tapferkeit zeigt sich darin, dass im Angesicht schwerer Zeiten sich selber treu zu bleiben. In dieser Hinsicht habe ich mir keine Vorwürfe zu machen. Ich hoffe, dass William das auch begriffen hat. Henry Vesper. Schon ein seltsamer Zufall, dass er ausgerechnet das Bildnis eines Wolfs für sie nimmt, oder? Hey, mein Licht ist ausgegangen, seine Frechheit. Oh Gott, sie steht hier rum? Ja, Entschuldigung, ich gehe ja schon. Oh, jetzt ist ja auch noch zu. Ernsthaft? Wann hat die denn die Tür zugemacht? Das war mies. Das war mies. Ganz ehrlich. Das war nicht nett. Okay, jetzt müssen wir hier alles nochmal machen. Mist. Ja, Selina haben wir dann ja jetzt auch noch nicht gesehen, ne? Feeling her so close was overwhelming. For a moment, I was a teenage boy again, witnessing a woman's magic for the first time. She was beautiful and classy, like an angel who had fallen to earth. I tried reaching out to her, but to no avail. I had to find a way to get her to see me.
I had to find a way to enter her world. Okay. Ich werde die ganzen Schriftstücke jetzt nicht nochmal anklicken, weil wir sie ja einmal gefunden haben. Das müsste ja eigentlich reichen, würde ich denken. So, wieder hier. Gab es hier irgendwas Wichtiges, was wir jetzt aufgesammelt haben? Ich glaube nicht, ne? Das Foto? Ne, das haben wir ja jetzt schon. Ich werde mal diese Lampe drüben anmachen, glaube ich. Margarets Tagebuch, Auszug 16. Den hat man noch nicht. 3. Juni 1913. Nach dem ersten Anfall habe ich sein Zimmer nicht mehr betreten. Heute stattete ich Henry nach meinem Gebet einen Besuch ab. Ich erwartete, einen gebrochenen Mann vorzufinden, umhüllt vom Gestank des Todes. Doch ganz im Gegenteil. Er wirkte friedlich und das Zimmer war sauber. Die Dienstboten versorgten ihn wie ein Kind. Als ich ihn nach seinem Befinden fragte, lachte er. Du bist eine dunkle Sonne, Margaret. Es tut nicht gut, dass du hier bist. Ich bot ihm an, mit mir zu beten und mit mir zu teilen, was er auf dem Herzen hatte. Er antwortete, mit einem verschlossenen Herzen kann man nichts teilen. Gott ist offen für dich, sagte ich ihm. Ich bin nur sein Gefäß. Da zitierte er die Bibel. Die Erde aber war wüst und wirr, Finsternis lag über der Urflut. Und fügte hinzu, so ist die Welt jetzt für mich. Es heißt dort aber auch, dass der Geist Gottes über dem Wasser schwebte, entgegnete ich. Er lachte, du bist jeden Tag von seinem Geist erfüllt. Und sieh dich doch an und sag mir, dass er nicht vergiftet ist. Ich verließ ihn. Seine Seele ist tot. Sein Körper wird bald schon folgen. Nett. So, diesmal will ich aber hier auch die Kerze anmachen. Alle Kerzen hier drin waren vor langer Zeit heruntergebrannt. Oh, Mist. Jetzt ist sie aber nicht da, ne? Kann das sein? Einige Angestellte von Vesper Textilverarbeitung. Ehre ihr Vertrauen, William. Vespers Fall, 6. Juni 38. Als Wahrzeichen Bostons war es Vesper gelungen, die Wochen der in sich zusammenbrechenden Wirtschaft schadlos zu durchqueren. Weiterhin glaubte man, sie hätten das Zeug, die Prüfung in der Zeit zu überstehen. Heute jedoch, während Amerikas Industrie sich langsam unter Roosevelts Reformen erholt, kann man nicht übersehen, wie angeschlagen Vesper ist. Arbeitsplatzkürzungen, Lieferausfälle, Rücktritte im Vorstand, ungerechtfertigte Auslandsinvestitionen. Das Unternehmen scheint für sich selbst zu stolpern, über sich selbst zu stolpern und viele langjährige Angestellte beginnen sich zu sorgen. Nach wie vor weigert sich William Vesper, Erbe und Vorstandsvorsitzender, die Situation zu kommentieren. Bleibt zu hoffen, dass es sich nur um ein vorübergehendes Tief handelt. Ich glaube, die sind untergegangen, oder? Ich meine, so richtig klar ist es eigentlich nicht. Die Tür des Wandschranks bewegte sich kein Stück. Ja, die Kerzen sind runtergebrannt, das wissen wir ja. Nicht besonders tröstlich für eine Leiche in diesem Zustand. Ach, liegt hier jemand im Bett? Sind hier deshalb so viele Viecher? Ach, das raff ich jetzt erst. Ja, ich bin auch ein Blitzmerker. Das Bild eines Kindes mit dem Wort Dad darauf. Dieser Leichnam war der von Henry Vesper. Oh. Den haben die hier liegen lassen, echt? Ah, und jetzt ist sie reingekommen, okay. Dann schleichen wir uns ja mal am Rande lang. Soll sie doch bei ihm bleiben. Ich verabschiede mich dann mal von Henry. Und damit haben wir jetzt auch wieder ein bisschen Stille. Noch ein Porträt eines jungen Mannes. Weich und realistisch. Eine beeindruckende Sammlung von Büchern über Astronomie. Eine Kiste voller Haare? Ein Schauer fuhr mir über den Rücken. Was, eine Sammlung? William Vespers Tagebuch, Auszug 17, 16. Mai 28. Gestern war Mutters Geburtstag. Sie hat mir die ganze Nacht in den Ohren gelegen. Ihre insektenartige Stimme und ihre Beleidigungen haben mich verrückt gemacht. Und dann, als ich schlief, das Klopfen, das Kratzen. Wo bist du, Luna? Du bist jetzt schon seit Nächten verschwunden. Ich bin aus dem Bett gesprungen und ins Auto gestiegen. In der Stadt habe ich dieses einsame Mädchen über den Bürgersteig stolpern sehen. Ihre Haare waren schwarz, eine Farbe, die ich verabscheue. Oh oh. Ich habe die Autotür geöffnet. Sie war betrunken und bis auf die Knochen durchgefroren, also stieg sie ein. Das Messer lag unter meinem Sitz und ich hatte nicht die Kraft, es zu tun.
also brachte ich sie hierher zurück. Während ich das hier schreibe, sitzt sie gefesselt in Mutters Lieblingssessel. Die Furcht hat sie bereits dazu getrieben, ihn zu verunreinigen. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Nachdem ich meine Maske aufgesetzt und die passende Bekleidung gewählt hatte, fing ich an, ihre Arme und Schenkel zu schneiden. Es floss Blut. Mir wurde schwindelig und ich ging nach draußen, um mich zu übergeben. Es reichte nicht. Luna reagierte nicht. In der Zwischenzeit verspotteten Mutter und ihr Schattenchor mich über mein Scheitern. Böses Kind. Schande über dein Blut. Schwachsinn. Ich werde es euch zeigen. Ich hab's mir fast gedacht, dass William derjenige war, der der Wolf geworden ist. Eben weil er seine Mutter so sehr gehasst hat, dass er dann angefangen hat, an ihr oder an anderen diesen Hass auszuleben. Beziehungsweise es klang ja auch so, als ob er versucht hat, sie dadurch loszuwerden, ne? Mann. Also hier steckt mehr als nur die Verfolgung durch die Mutter dahinter. Auch die Folgen dieses Handelns sind damit drin. Handtücher und Gegenstände aus einer Zeit, in der das Haus wohlhabend war. Offene Türen waren in letzter Zeit ein seltenes Gut. Streichhölzer. Sehr gut. Eine Karte des ersten Stocks. Ein Problem weniger. Der Geruch des Waldes von draußen war eine unerträgliche Versuchung. Brief von Dr. Rosenthal. Liebe Margaret, ich kann nicht täglich die Anfälle Ihres Mannes behandeln. Wie ich Ihnen bereits sagte, sind Sie in diesem Stadium unvermeidlich und Sie werden noch schlimmer. Ich kann Ihre Sorgen verstehen, vor allem wenn ich die Verantwortung Ihres Mannes für das Vesper-Unternehmen bedenke. Genau deshalb empfehle ich Ihnen auch, die Vorkehrungen für das Schlimmste zu treffen. Henry will nicht ins Krankenhaus. Mit seiner Familie in seinem Haus zu sein, ist Teil seines letzten Willens. Eines möchte ich jedoch noch einmal klarstellen. Syphilis steckt nicht in den Genen und wird vererbt, sondern sie wird von der Mutter über die Plazenta übertragen. Mit anderen Worten, sie überspringt keine Generation. Syphilis hat ihren Vater getötet, aber sie sind völlig gesund. Ihr Sohn ebenfalls. Die Vorstellung eines vererbten Geburtsfehlers ist eine Besessenheit, ein intellektuelles Konstrukt, aber nicht mehr. Sie sind offensichtlich erschöpft, sie sollten sich ausruhen. Dr. Rosenthal. Okay, haben wir hier noch was? Die Toiletten waren nicht funktionstüchtig, doch dem Besitzer schien das nichts auszumachen. Jo, solange du nicht musst, ist alles gut. Ich würde das nicht benutzen, solange ich mich nicht absolut sicher fühlte. Was hier drin hatte, aber kein Licht gehabt. Ist ja auch komisch, oder? So, hier war ja zu. Achso, hier liegt ein Buch auf dem Boden. Jemand hatte sich an diesen Psychologiebüchern abreagiert. Vesper Textilverarbeitung. War anscheinend... Oh, ich hab's nicht fertig gelesen. Egal. War anscheinend jedenfalls nicht wichtig, wahrscheinlich. Unberührte Nahrungsmittel. Jemand hatte hier erst kürzlich gegessen. Und wir werden eingeladen, das ist nett. Ich will aber ganz kurz erstmal hier drüben schauen. William Vespers Tagebuch, Auszug 18. 19. Mai 28. Ich war gerade dabei, die Opferrituale der Indianer zu studieren, als die Sicherung raussprang. Schatten ergriffen mich und warfen mich zu Boden, zerrten mich in den Lagerraum. Ich kam an einen der Schalter. Elektrisches Licht hat mich gerettet. Voller Zorn nahm ich das Messer und die Maske. Ich kehrte zu dem Mädchen zurück. Ich setzte mich auf sie, um sie daran zu hindern, sich zu bewegen, und stach zu, meinem Instinkt folgend, direkt in den Bauch, im geheiligten Muster. Ihre weiße Haut war wie ein Mond, der mit jeder neuen Wunde roter wurde. Dann erkannte ich höhere Kunst in der Entstehung. Die Arbeit wandelte sich von Weiß, der alchemistischen Albedo, zu Rubedo, dem Rot, das das Opus Magnum vollendet. Es ergab alles einen Sinn. Leben, Tod, die Verwandlung von Materie. Und die aktive Tinktur des Elixiers der Weisen floss über mich. Trunken ließ ich ihr Blut bis zum letzten Tropfen ab und badete in diesem Körper, noch während ich das Leben aus ihm entweichen sah. Als ich mich wieder umdrehte, war Lunas silbriges Auge zurückgekehrt und sah durch das Fenster hindurch zu. Die Schatten waren stumm. Ich glaube, ich bin frei. Blut hat gesprochen.
Ich habe einen Weg gefunden, die Nacht zum Verstummen zu bringen. Alter, du hast so ein Rad ab, Junge. Ich hatte das Gefühl, die Lichter meines Autos sehen zu können. Oh, kann er durchaus sein. Henry und William. William, mein Sohn. Dass du mit ansehen musst, wie ich jetzt abtrete, bricht mir das Herz. Ich bewundere deinen Mut und ich weiß nicht, wie ich dir nur danken soll, dass du mich bis zum Ende als deinen Vater gesehen hast und nicht als Kranken oder Verrückten. Ich bin schlapp. Meine Finger zittern und trotz allem gibt es noch so viel, was ich dir erzählen will. Der Tod ist schlimm, William. Er macht uns schwach, feige. Er nimmt uns alles. Doch zu sehen, wie du aufwächst, war stets eine Freude für mich. Dank dir bin ich nicht nur ein Mann, sondern ein Vater. Ich hoffe, dir genug beigebracht zu haben. Vertrau deiner Mutter nicht. Hör auf sie, sei gefolgsam, aber vertrau ihr nicht. Mit deinem 20. Geburtstag wirst du zum Leiter der Vespa-Fabrik. Und auch wenn du dann noch jung bist, kannst du dich auf treue Berater verlassen. Hör stets auf Jack Winterstone. Du kennst ihn bereits und wirst es zu schätzen lernen, was er für ein wertvoller Freund sein kann. Dann wirst du frei sein. Frei von ihr. Ich muss jetzt schlafen. Und wenn du zweifelst, spiel Klavier. Ich werde dich hören. Es ist krass, wie diese Frau das Klima vergiftet hat, sozusagen. Der Ort schien verbarrikadiert worden zu sein. Nein, wirklich. Wer hätte das nur gedacht? Halt. Oh, da drüben ist schon wieder die Schreckschraube. War ich selbst nicht auch ein Porträt gefangen im Rahmen dieses Hauses? Ich muss ja ein bisschen aufpassen, glaube ich. Die steht ja hier gleich. Nicht, dass ich in die reinrenne. Der Gesichtsausdruck dieses Mannes sah aus wie aus einer anderen Welt. Okay, ich glaube, hier muss ich... Oder komme ich hier lang? Doch, ich komme hier lang, okay. Ich hatte das Gefühl, die Wände würden mich anstarren, mich verurteilen. Ich gehe mal ein bisschen vorsichtiger hier. Wegen der Tante auch. Ah, Mist. Ah, da gehe ich mal nicht näher ran, lieber. Was? Oh, komm schon! Wie mies war das denn? Wie gemein war das denn? Wo kamen denn die jetzt her? Oh, ihr seid so böse. Ihr seid so böse. Okay, da es jetzt doch ein Stück ist, bis wir wieder an der Stelle sind, werde ich mal ganz kurz nachspielen. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt irgendwelche wichtigen Sachen entdeckt haben, außer den Schriftstücken. Aber wenn wir wieder davon sind, dann werden wir uns mal diesen Lagerraum ansehen, in dem wir so nett eingeladen wurden. Wahrscheinlich sollten wir dann erstmal dort reingehen. Also bis gleich. Okay, da sind wir wieder am Lagerraum und diesmal wollen wir auch reinschauen, was es denn hier Schönes gibt. Oh, ein netter Fleischerhaken. Ernsthaft? Nicht nett. Ein weiterer Traum, in dem wir gestürzt werden. Das war nicht nett, Margaret. Gar nicht nett. Was war das für ein Ort? Irgendetwas stimmte nicht. Könnte man so sagen, ja? Okay. Mal schauen, was wir hier haben. Ah, okay. This room was different. It was a dead space. A breach opened in the night. A world trying to mimic another. Memories, maybe. Suppressed memories. Sadness. Henry's oder Williams Erinnerung? Eher Williams wahrscheinlich. Letting myself fall into a trap was starting to be a bad habit. Der verdorbene Gestank von Illegalität, Armut und Einsamkeit. Aber das mit der Bar klang gerade, als ob es Williams Erinnerungen wären. Glaube ich, oder? Wo bist du? Ich fühlte mich immer schwindeliger. Ich musste so schnell wie möglich hier raus. Geht's noch irgendwo weiter? Das ist die Frage. Ah, da drüben, okay. Oh, was? Das war gemein. Kann ich was mit dem Klavier machen? Ja. Thank you.
Selina betrunken. Selinas Sarg. Nicht gut. In der Zeitung stand etwas über sie. Der aufstrebende Star des Jazz, der plötzlich verschwand. Oh, du hast sie aber nicht umgebracht, oder? Der Sarg war bewegt worden. Jemand war ganz in der Nähe. Oh, gemein. Ich glaube, ich hänge fest. Ach nee, doch nicht, okay. Wir sind zurück.